Jigsaw legt gegen 18 Karat nach, bringt Vorwürfe und erzählt außerdem von einem angeblichen Überfall auf Miami Yassin. Wir gehen rein. Vor rund 2 Wochen releasete Jigsaw seinen Track Real Talk Raw, auf welchem er sehr überraschend sehr, sehr hart gegen den derzeit inhaftierten 18 Karat feuerte. Auf diesem Track fand unter anderem auch AZ von der KMN Gang Erwähnung, wo Jigsaw behauptet hatte, die Jungs von AZ hätten mal 18 Karat in einem Hotel aufgesucht. Nach Release dieses Tracks ging es dann ein wenig zwischen der Frau von 18 Karat, welche ebenfalls von Jigsaw auf dem Track erwähnt worden war, und Jigsaw hin und her. Auch machte sich Jigsaw weiter öffentlich über 18 Karat lustig und pushte seinen Song mit allerhand witzigen Kurzvideos. Seitdem war jetzt nicht mehr so viel an dieser Front passiert, nun aber hat Jigsaw hiphop.de ein kleines Interview gegeben und packte hier noch einmal ordentlich aus. Unter anderem geht es auch um einen angeblichen Angriff auf Miami Yassin. Aber erstmal. Ja, ich weiß, du willst dir ein Beispiel an deutschen Rapper nehmen und gerne jetzt sofort mit Testospritzen anfangen. Aber starte doch vielleicht erstmal mit Kreatin von Sekt Plus. Und da gibt's anders als beim Straßenapotheker auch noch 10% Rabatt. Mit dem Code RAP10. Zunächst aber erklärt Jigsaw erst einmal, was hinter der Zeile stecke, wo Jigsaw gerappt hatte, 18 Karat habe ihn signen wollen, aber dessen Vertrag habe nach Verrat geschmeckt. So sagt Jigsaw, es habe ihm schon nicht gefallen, dass 18 Karat selbst ja gar nicht bei seinem eigenen Label gesigned gewesen sei, sondern eben bei Banger Musik. Und außerdem sei es in dem Vertrag auch nicht nur um 18 Karat gegangen, es sei nicht nur er vorgekommen, sondern andere Parteien aus dem Clan-Milieu. Und hier hatte Jigsaw ganz offenbar keine Lust drauf. Für Parteien, die, weiß ich nicht, Clan-Strukturen aufweisen, so, was mir gar nicht gefallen hat, gar nicht gefällt, gar nicht meine Welt ist. Das habe er 18 Karat damals auch ins Gesicht gesagt. Weiter erzählt Jigsaw, 18 Karat habe es sich bei allen seinen ehemaligen Freunden verkackt und so wohl auch bei Jigsaw, denn er erzählt, Karat habe hinterm Rücken schlecht über Leute geredet und dies wohl offensichtlich auch über Jigsaw. Wir erinnern uns, Jigsaw hatte auf seinem Track auch die Line gebracht, du redest über mich und meinen Vater bei irgendeinem Vibe. Wahrscheinlich hierauf spielt Jigsaw dann an, wenn er sagt, Karat habe auch schlecht über Familie geredet und sagt, Triffst du dich mit Frauen, die du auch aufnimmst, damit du dich später erpressen kannst, damit die nicht reden und erzählst dann diesen Perlen, diesen Frauen, diesen Menschen ganz, ganz komische Sachen über familiäre Situationen, die nicht stimmen. Nach dem Diss-Track wurde Jigsaw vermehrt vorgeworfen, dass er auf jemanden gehe, der gerade im Knast sitze. Hierzu sagt Jigsaw dann, dass die Regel, man geht nicht auf Leute, die im Knast sitzen, von Karat selbst aufgestellt worden sei, er diese Regel aber auch selbst gebrochen habe, denn als AZ im Knast gesessen habe, habe 18 Karat selber gedisst und seinen Signings gesagt, diese sollen AZ dissen. Hier sei es dann sogar auch gegen Familie gegangen. Und hier sind wir dann auch schon bei der KMN Gang angekommen. Gab es eine Zeit lang ja mal einen ordentlichen Beef zwischen Karat und den Bängern und sowas generell auf der einen und den Jungs von der KMN-Gang auf der anderen Seite. Und so erzählt Jigsaw von einer Geschichte, welche auch schon seit längerem als Gerücht herumgeistert und auf welche wohl auch schon in Tracks angespielt worden war. Denn Jigsaw erzählt, dass 18 Karat auch nicht ohne sei und bringt dann eine Story, welche für ihn offenbar gar nicht klar geht. Oder zu Zeiten damals, Miami Yassin. Miami Yassin mit 3 Autos abgefangen, Bruder kaputtgeschlagen, Bruder, Miami Yassin 70 Kilo, Bruder, den gibt man. Jigsaw sagt dann, das sei doch nicht krass, 18 Karat solle doch auch mal Jigsaw abfangen. Es könnte sein, dass Jigsaw hiermit einen Vorfall von Anfang 2017 meint, wo die Nachricht rumging, dass Miami Yassin von 6 Maskierten angefahren und überfallen worden sein soll. Jiggy sagt dann weiter, er wisse nicht, was damals wirklich genau vorgefallen sei zwischen Karat und Miami Yassin, aber damals habe man schon Charaktereigenschaften von Karat gesehen, die laut Jigsaw einer Ratte ähneln würden. Es brauche ihm deswegen auch keiner kommen, von wegen, warum er das in der Öffentlichkeit austrage und so weiter. Jigsaw sei eben Rapper und er trage seine Dinge in der Musik aus und lasse dort auch seinen Frust raus. Und so denke ich, da wird noch einiges an Frust in der nächsten Zeit musikalisch rausgelassen werden. Bis dahin, haut da rein. Alter.